Grüße von Horst Seehofer überbringen. Den habe ich auf dem Weg vom Flughafen Paderborn bis hierher angerufen. Und dem habe ich erzählt, er würde fast neidisch sein, wenn er hier, oder er sollte neidisch sein, dass er nicht hier ist. Und deshalb hat er gesagt, dann liebe Grüße, und die möchte ich gleich zu Beginn aussuchen. Schlechter war als andere Bundesländer. Sie konnten überhaupt nicht verstehen, warum man in Bayern Schleierfahndung machen kann an der Grenze und in Nordrhein-Westfalen nicht. Und sie haben gesagt, wir wollen die gleiche Sicherheit haben wie die Menschen in Bayern und anderswo. Und sie hatten es satt, das habe ich im ländlichen Raum erlebt, dass es irgendwelche Hygieneampel gab, anstatt die Landwirte und die Gastwirte und die Lebensmittelproduzenten zu unterstützen. Und die Menschen haben deutlich gemacht, sie wollen was anderes. Und deshalb, lieber Armin Laschet, bist du heute Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Alles Gute für deine Arbeit. Ja, Riesenapplaus hier für Angela Merkel in Steinhorst, Ortsteil von Delbrück. Mehr als 2000 Leute sind hier im Festzelt, um die Kanzlerin zu hören. Es ist der Auftakt in den Schlussspurt des Bundestagswahlkampfs und Angela Merkel geht hier voll auf das Thema ländlicher Raum, Modernisierung, Digitalisierung im ländlichen Raum. Carsten Lindemann, der Bundestagsabgeordnete hier im Wahlkreis Paderborn-Gütersloh, hat eine fulminante Rede zur Begrüßung der Bundeskanzlerin gehalten, und alles Weitere lesen Sie morgen im Westfalenblatt.